Kunst auf 900 Quadratmeter. Im Museum Allerheiligen wird heute Abend die Ausstellung «Hodler Dix Valentin» eröffnet. Die Ausstellung zeigt einen Teil aus der Sammlung der Sturzenegger Stiftung. Die Stiftung hat in den letzten 25 Jahren Kunstwerke von über 40 Millionen Franken gesammelt. Rund 250 Werke werden jetzt im Rahmen des Jubiläums den Besuchern präsentiert. Wir haben für sie einen Vorgeschmack. Gemüsestillleben. So heisst die neueste Errungenschaft der Sturzenegger Stiftung. Das Bild vom Schweizer Künstler Adolf Dietrich ist eines der Highlights an der neuen Ausstellung. Es ist ein wunderbares, seltenes Gemälde von Dietrich und zeigt eben eine Ernte, eine reiche Ernte. Und das ist symbolisch eigentlich auch für die 25 Jahre Sturzenegger Stiftung als Erntebild. Und Sie sehen das Erntebild, da passiert sehr viel, wenn man es genauer anschaut. Und der Dietrich war einer, der in der Natur ist und hat alles genau gemalt und abzeichnet, ist ein Autodidakt, hat natürlich die holländische Stillleben kennt, macht das aber sehr natürlich mit den Sachen, die er in seiner Umgebung findet. Das ist alles Gemüse aus seinem Garten. Das sind Häsli und Viecher, die er daheim hatte. Er hatte Hamster, er hatte Hasen. Und wenn er etwas nicht live hatte, dann hat er es ausgestopft wie Vögel. Und er als Autodidakt ist ein wunderbarer Künstler und natürlich in der Region sehr bedeutend, inzwischen weit über Grenzen bekannt. Nebst dem Dietrich hat es an der Ausstellung weitere ganz bekannte Gemälde. Wie zum Beispiel die nackte Frau auf dem Kanapé von Félix Valentin. Das mit Abstand wertvollste Bild steht in dem Raum, wo dem Ferdinand Hodler gewidmet ist. Der Holzfäller hat für die Sturzenegger Stiftung eine ganz spezielle Bedeutung. Der Holzfäller ist wirklich ein spezielles Werk. Man muss dazu sagen, dass die Stifterin unsere Aktivitäten immer verfolgt hat, aber nie reingeredet hat, was wir sammeln sollen. Nur einmal hat sie sich gewünscht, den Holzfäller, den müssen wir haben. Das war für sie der Inbegriff von einer Aufbruchsstimmung, von Jugend, von Kraft, aber nicht nur Kraft, Körperkraft, sondern auch geistige Kraft. Und sie hat immer gesagt, die Schweiz ist ein kleines Land, aber sie hat ein unheimliches Potenzial, eben auch im Geist. Und dann haben wir können an die Auktion ohne Limit. Das einzige Mal, das war natürlich wunderbar, hast nie müssen den Finger oben abnehmen. Und dann ist das noch dazu gekommen, dass sie es nicht noch aus dem Stiftungsvermögen zahlen, sondern privat finanziert hat. Rund 1 Million Franken hat der Holzfäller gekostet. Heute ist er 3 bis 4 Mal so viel wert. Die Sturzenegger Stiftung hat all die Kunstwerke und noch einige mehr in den letzten 25 Jahren gesammelt und dabei insgesamt rund 47 Millionen Franken investiert. Das Stifterpaar, Dr. Hans Sturzenegger und Claire Sturzenegger, haben einen Teil von ihrem Privatvermögen wegen ihrer Liebe zu Schaffhausen, zu Kunst und Kultur, haben sie mit dem wollen eine Stiftung gründen und wir folgen dem Stiftungszweck und versuchen das Beste zu machen, sodass es verhebt. Für das Museum Allerheiligen hat die Sturzenegger Stiftung eine grosse Bedeutung. Neben dem Kunstobjekt wird das Museum auch in anderen Bereichen der Stiftung unterstützt. Also die Sturzenegger Stiftung ist neben der Stadt ein Hauptträger, muss man sagen. Sie tut sich eben auf eine ganz tolle Art nicht nur um Erwerbungen kümmern, weil das verursacht ja immer auch Kosten. Und sie tut die Kosten nicht einfach nur an die Stadt überbürden, sondern sie tut auch den Museumsbetrieb unterstützen. Es ist das erste Mal, wo ein Auszug aus der Sammlung der Sturzenegger Stiftung an einer Ausstellung präsentiert wird. 250 Kunstwerke auf 900 Quadratmeter in über 10 Räumen. Ja, der Aufwand war gross, auch weil wir das nicht so langfristig geplant haben, weil wir nicht gewusst haben, ob wir jetzt so grosse Sachen machen können. Aber der Peter Jetzel ist ein Profi und wir haben in kurzer Zeit mit ihm ein wunderbares Team gebildet. Und deswegen hat es natürlich auch ein bisschen Nachtschicht gegeben, aber es hat so Spass gemacht, dass wir das eigentlich gar nicht gemerkt haben. Eröffnet wird die Ausstellung heute am Abend. Über ein halbes Jahr besteht ab dann die Möglichkeit, in die Welt von Hodler, Dix und Valentin abzutauchen.